Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Was? Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Mann, Machela! Ich will abends die Tage mit spielen! Dann suchen Sie den. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Holen Sie mir, Fegelein! Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte. Verrat! Dort! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert. Dann soll die Armee kehrt machen! Sie lassen keiner Camping einzeln! Sie ist ohne Ehre! Wir müssen jetzt handeln! Dort! Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Paris! Los, los! Frisch da! Frisch da! Diese Schweizer! Scheiße! Sollten Sie Berlin verlassen? Ich will sofort zum Paris! Du und so eine Schotte dich umbringen! Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Los, los! Frisch da! Frisch da! Diese Schweizer! Scheiße! Du und so eine Schotte dich umbringen! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Los! Los, frisst an! Frisst an, diese Schweizer! Scheiße! Ja, vielleicht schon da! Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich will sofort zum Bericht! Ja, vielleicht schon da! Letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache. Ich hätte gut daran getan! Kapitulieren niemals! Das ist empört! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Rotten. Ist das Feiglinge! Verräter, Versager! Bringen Sie mir Fegelein! Schritt! Wir müssen jetzt handeln! Dort! Die Logik wird verlaufen. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Zugleich falle ich dem Russen mit 3 Armeen, die bei Prag bereitstehen. Aber mein Führer, die 12. Armee macht. Sie ist ohne Ehre!
Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Bringen Sie mir Fegelein! Wie bitte? Ja! Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Tun Sie, was Sie wollen.